Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Raft. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, als wir gerade dabei waren, uns weiter voranzubegeben. Wir futtern gerade mal Kokosnüsse, damit wir unsere Flüssigkeit hochpushen. Und eine Mango. Sonst haben wir auch leider nicht viel mehr. Ach hier, Dekorations... Was ist das? Dekorationspaket. Ah, du hast selten einen Stuhl erhalten. Okay. Aber wahrscheinlich auch wieder als Crafting, ne? Oder im Inventar? Nö. Ach so, muss man dann extra anwählen. Verstehe. Okay. Dafür brauchen wir eine... Nicht eine Schraube, aber einen Nagel. Gut, gut. Da hinten wäre, glaube ich, noch mal eine interessante Insel. Oder hatte ich jetzt einfach nur einen Fleck auf meinem Bildschirm? Warte. Wir werden es gleich sehen. Nee, ich glaube, das war wirklich nur ein Fleck auf meinem Bildschirm. Oh, noch ein Dekorationsobjekt. Du hast gelegen gelernter Teppich und Malerei. Okay. Gelernt Malerei. So. Also so ein paar Sachen lernt man so nebenbei. Aber ich bin immer noch der Meinung, also hier. Wo hast du jetzt hier Teppich? Landerteppich, ne? Das sind alles so Sachen, die man also so nebenbei erlernt. Ist das ein Rochen? Da schwimmt ein Rochen, Leute. Und ich brauche unbedingt diese Netze. Es gab solche, sei mal so, Fischerungsnetze, dass man so während des Segelns fischen kann quasi. Also man konnte damit auf jeden Fall mehr erreichen. Bloß irgendwie. Boden. Ja. Irgendwie gibt es das entweder nicht mehr oder das war zu OP. Ich weiß es nicht. Das wollte ich mir jetzt nicht angehen lassen. Ja, also wie gesagt, jedenfalls muss ich gucken, dass ich hier sowieso das Fluss immer weiter vergrößer. Damit ich allgemein mehr an Ressourcen sammeln kann. Und sagen wir, ist ja Rochen so ein allgemeiner Nacht. Ah, das nennt sie.
Aber wenn ich so fahre. Nee, der Rochen ist nur zusätzlich. Einfach für die Optik. Verstehe. Umso größer das Floß ist, umso mehr hat er zu nagen, aber ich brauche dann weniger aufpassen. Ne? Also ich glaube, ich verstehe, was ich meine, ne? So rein gedankenmäßig. Irgendwas hat der Rochen zu sagen. Ich weiß bloß nicht was. Oh, Moment. Insel gleich noch. Fast wichtiger. Was immer viele Items hat. Und ich spreche schon wieder wie ein Neandertaler. Es tut mir sorry. Es tut mir sorry, ist auch schon wieder so. Ach, egal. Ja, Kartoffel. Also können wir noch mal. Ups, Ruckler. Ruckel, ruckel, ruckel. Also können wir noch mal ganz kurz was mampfen. Ich bin stur, ich will dahin. Okay, oder auch nicht. Okay, oder auch nicht. Dann bin ich doch nicht so stur. Bin aber auch nicht clever, sagen wir mal so, ne? Sagen wir es mal so. Okay. Hier. Paddel herstellen. Okay. Können wir ein paar Seile herstellen, damit wir nicht mehr so viel Platzzeug haben. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wohin mein
Zeigt ein bisschen mehr nach links, okay. Oh, wann hat er das denn weggekaut? Da muss ich ja ganz schnell nachlegen. Wahrscheinlich kurz, wo ich mal nicht aufgepasst hatte. Hallo? So. Beim Wetter? Lichterkette habe ich gekriegt, okay. Das war jetzt aber unpraktisch, dass er dann den Rest... ins Wasser geworfen hat. Ach, wie schön, Delfine. Noch etwas gelernt, Federkiel. Oh Gottes Willen, ja, okay. Von allem, was man braucht, halt das Nützloseste. Okay, Paddel ist wirklich gerade noch so das Praktischste. Ihr seht ja, wie wir ganz fix da hinkommen. Und wenn man mal guckt, da kommt, glaube ich, noch eine Kiste gerade angeschwommen. Ja. Ganz schnell wieder dahin. In diese Richtung. Weiter. Da war nichts weiter, okay. So,
So, jetzt schnell die an die Kiste ran, die wir sonst versäumen würden. Wir kriegen noch die Sachen zusammen. Oder was haben wir denn hier gekriegt? Topf, einfacher Fischtopf. Okay, wisst ihr was? Wir holen uns mal die erste kleine Kiste. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Kunststoff. Ha, diesmal nicht. Nicht mit mir. So. Also, erstmal was essen. Gucken, was wir sonst noch haben. Wir können einen Anker herstellen inzwischen. Achso, das war auch hier, ne? Genau. Dann können wir nämlich auch ankern zwischendurch und müssen nicht riskieren, irgendwie mal uns einen Ast abzusuchen. Ups, da ruckelt's mal wieder. Ruckel, ruckel, struckel, struckel. Schon. Kleine Kiste. Noch ein Plastik. Ah. Ablage. Okay, das können wir wieder rauswerfen. Palmblatt, Palmblatt. Ja, so langsam kriegen wir das Floß auch gefüllt mit Sachen. Das einzige Problem ist, glaube ich, dass die Sachen nicht bestehen bleiben, wenn wir quasi speichern beenden. So. Planke, Palmblatt, Palmblatt, hohe Kartoffel, Planke. Ist eher so semi-praktisch gerade. Schildkröten. Ist auch was Schönes. So, wir können die Kiste herstellen. So. Öffnen und da können wir jetzt diese Pläne reinpacken. Und schon ist das Floß wieder leer. Ja, ich muss wieder einen Haken erstellen. Gut, vielleicht sollte ich temporär da auch noch die Metallsachen reinpacken, weil die eh gerade noch nicht benötigt werden. Dafür sind wir einfach noch zu weit hinten. Und dann können wir immer noch weiter gucken. Wobei Schrott ja auch immer praktisch ist. Ich glaube, da gab es ja auch was mit. Na, warte mal. Warte mal, Haiköder. Dafür brauchen wir Fische. Und uns geht die Flüssigkeit mal wieder aus. Die Flüssigkeit geht uns mal wieder aus. Ne, keine Ahnung. Irgendwo.
Ich meine, gut, ich sterbe jetzt gleich schon wieder an Verdurstung. Weil einfach dieses verdammte Teil hier nicht ankriegen. Warte mal, ich entferne es mal. So. Planke, Planke, Planke. Dann nehme ich mir Salzwasser. Rechter Mausbutton einfüllen. Macht aber keinen Unterschied, okay. Ich muss echt mal meinen Bildschirm putzen bei Zeiten. Merke ich auch schon wieder. So. Da den Überschuss rein. Okay. Wie gesagt, Überschuss kommt hier rein. Oder alles, was Überschuss ist. Okay, auf gut Glück. Mit etwas Pech klappe ich gleich wieder zusammen, weil ich mich wieder überanstrenge hier.
Hallo Ingame. Ja. Da fängt schon der graue Bildschirm an. So, wir haben noch was gekriegt. Und zwar diesen Clipper hier. Bergpflanzen-Clipper. Den brauchen wir im Moment auch noch nicht. Halt, das kann noch mal hier mit rein. Genauso wie das. Und Steine kommen hier erstmal mit rein. Genauso wie überschüssige Blätter. Gut, gut. Aber wir haben immer noch kein klar Wasser, ne? Ihr merkt das. Warum? Keine Ahnung. Weil vielleicht das Feuerzeug immer noch fehlt. Und ich kein Werkzeug, kein derartiges Werkzeug finde, was benötigt wird dafür. Gut, einmal gebaut, muss ich nur das Holz wieder reparieren, verstehe. Das ist eine große Insel, das sehe ich schon. Vielleicht ist das auch schon eine ausschlaggebende Insel. Autsch! Mann. Bin etwas übereifrig. Oh, 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 Fässer, Fässer, Fässer. Klingt da was? Dann würde ich es eigentlich fast meiden wollen, aber... Irgendwas sagt mir, komm her. Hier kriegst du Sachen. Und deswegen riskiere ich das jetzt auch. Und weil ich unbedingt noch mehr Sachen brauche. Ich habe immer noch kein Paddel wieder. Paddel. Und noch ein bisschen Kunststoff. Das sieht tatsächlich etwas seltsam aus. Also war das keine Einbildung. Herstellen. Überschuss, der Stein, das Metall.
für was auch immer hier ist. Ich bin nicht drauf vorbereitet. Oh, okay. Verkaufen. Okay, interessant. Wow. Ach so, das wirft mit Steinen nach uns. Okay, okay. Jetzt habe ich verstanden. Achso, ist unser Floß noch da? Unser Floß ist noch da. Okay, egal. Ich muss das jetzt erstmal ausblenden. Halt, da war noch was. Hey, 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 wo? Komm her. Ja, na. Ach, egal. Wir nehmen die Axt. Na gut, macht jetzt nicht so ultimativ viel Schaden. Ist daher noch in Ordnung. Zwischen hier uns längs glitschen und backen vielleicht. Auf dass wir hier vielleicht noch mehr finden. Da oben ist nämlich was. Ananas. Autsch. Oh, hör doch auf, meine Güte. Ananas. Und das Ding. Werkzeug. Ja, gut. Muss ich mir da doch nochmal Steine sammeln. BZW, ich gucke jetzt hier, was hier sonst noch so ist. Da ist irgend so ein Bock. Nee, gut, das wird mich jetzt permanent angreifen, bis es mich erledigt hat. Darauf habe ich jetzt eigentlich nicht so die Lust. Deswegen... gucken, dass ich hier wegkomme. Einigermaßen heil bleibe. So. Autsch! Hier, Stein. Herstellen. Stein wieder rein. Das da rein. Habe ich, glaube ich, gerade erst dran gehabt. Es erwischt mich trotzdem. Okay. Dann will ich Segel setzen, bevor ich hier den Komplettabgang mache. Wegen Leben. War zwar jetzt cool für einen Moment,
aber... Okay. Aber ich muss ja jetzt nicht hier... Ja, wobei ich spawne ja eigentlich nur wieder auf dem Floß, ne? Okay, dann mache ich jetzt Folgendes erstmal. Achso, ich habe ja den Anker. Ich kann ja Anker setzen. Segel einholen, Anker setzen. Das ist, glaube ich, nochmal besser, wenn wir das so machen. Gut, Anker ist jetzt auch befestigt. Wichtig daran nur allerdings, jetzt muss ich das nochmal anmerken, dass natürlich nicht gerade der Hai daran knappert, wo der Anker ist, ne? Aber ich glaube, das ist selbsterklärend. Boah, jetzt hole ich mir die Kiste da vorne noch. Und jetzt hatte ich eben so schön viel gegessen und getrunken, so gesehen. Den Anrudern war jetzt auch intelligent. Nee, aber da habe ich jetzt so viel Schönes getrunken und gegessen und dann ist das passiert, ne? So. Ich glaube tatsächlich sogar gut, wenn wir uns hier so einfinden. Dann kann er uns ruhig theoretisch mit Steinen bewerfen. Das und das. Algen hier rein, Überschuss davon hier rein. Okay. Jetzt suchen wir uns erstmal einen Ast ab. BZW. Ich mach mal ganz kurz einen kleinen Cut. Wir sind schon wieder über die Zeit. Von daher bedanke ich mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, fürs Zusammenbleiben und dabei sein. Und ich würde sagen, man sieht und hört sich einfach beim nächsten Mal hier wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Staus. Haut rein und ciao. Tschüss.